Ihr braucht noch geile Games für euren PC? Dann drückt auf den ersten Link in der Videobeschreibung und spart bis zu 70%. Hallo Motorsportfreunde, Servus YouTube, hallo alle Fans von Forza Motorsport und Forza Horizon. Ich habe hier für euch die bisher bestätigten Autos, sozusagen die Carlist Juni 2017, ja, für Forza Motorsport 7. Und wir legen gleich los, das Ganze in alphabetischer Reihenfolge. Das heißt, wir beginnen bei A mit dem 2017er Acura NSX. Danach der 1965er Alfa Romeo Giulia TZ2, 1934 Alfa Romeo P3, 2017 Aston Martin DB11, 2016 Aston Martin Vantage GT12, der 2014er Aston Martin V12 Vantage S, der 2006er Aston Martin Nummer 007 Aston Martin Racing DBR9. Verzeihung. Dann geht's weiter mit dem 2016er Audi R8 V10 Plus, gefolgt vom 2014er Audi Nummer 45 Flying Lizard Motorsports R8 LMS Ultra, 2014er BAC Mono, 2014er Bentley Nummer 7 M-Sport Bentley Continental GT3, 2016er BMW M4 GTS, 2015er BMW i8, 2014er BMW Nummer 55 BMW Team RLL Z4 GTE, dicht gefolgt von seinem Teampartner der 2014er BMW Nummer 56 BMW Team RLL Z4 GTE. Noch ein Rennwagen der 2009er BMW Nummer 92 Rahal Leatherman Racing M3 GT2. Und der 97er BMW M3 E36. 2015er Chevrolet Corvette C7 Z06. 2014 Chevrolet Nummer 3 Corvette Racing Corvette C7 R. 2011 Chevrolet Nummer 4 Corvette Racing ZR1. 1969er Chevrolet Camaro Supersport Coupé. 2016 Dodge Viper ACR, die letzte Viper, die es geben wird. 2014 Dodge Nummer 93 SRT Motorsports Viper GTSR. 1970 Dodge Coronet Super B. Dann ein ganz seltenes Auto, 1967 Eagle Westlake T1G. Und jetzt wird's italienisch, jetzt kommen die ganzen Ferraris. 2015er Ferrari F12 TDF. 2015er Ferrari 488 GTB, 2014er FXXK, 2014er Ferrari Nummer 51 AF Corse 458 Italia GTE, 2014er Ferrari Nummer 62 Risi Competizione 458 Italia GTLM, 2013er Ferrari 458 Speciale, 1962er Ferrari 250 GTO und 1957er Ferrari 250 Testarossa. Übrigens wirbt ja Forza Motorsport 7 damit, die meisten Ferraris, Lamborghinis und Porsches aller Zeiten im Rennspiel zu haben. Weiter geht's mit dem 2017er Ford GT, gefolgt vom 2016er Ford Nummer 66 Ford Racing GT Le Mans und 1969er Ford Mustang Boss 302, der darf nicht fehlen. Dann ein 1967er Honda RA300 und der 2014er Jaguar Nummer 14 Emil Frey GT3 Jaguar XK. 2016er Königsegg Regera und jetzt kommen die Lambos. 2016er Lamborghini Centenario LP 770-4. 2015er Lamborghini Nummer 63 Squadra Corse Huracan LP 620-2 Super Trofeo. 2014er Lamborghini Nummer 15 GMG Racing LP 570-4 Super Trofeo. 2014er Lamborghini Nummer 18 Dragon Speed Gallardo LP 570-4 Super Trofeo. Und der 2011er Lamborghini Gallardo LP 570-4 Super Leggera. Ihr wisst,
Ja, 570 sind die PS-Zahl, Strich 4 sind die angetriebenen Räder, soweit ich das weiß. Wenn nicht, schaut mal beim Ray von den Pixelhelden vorbei, der hat da mehr Ahnung wie ich. Grüße gehen raus an der Stelle, grüß dich Ray. Wir bleiben in Italien mit dem 2014er Maserati Nummer 35 L Calamia Swiss Team MC Trofeo und der 2010er Maserati Gran Turismo S. Der 2014er Mazda Nummer 70 Speed Source Lola B12-80 und der 1997er Mazda RX-7 FD, was auch immer FD bedeutet. Wenn ihr wisst, was FD bedeutet, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wir gehen nach England. Der 2015er McLaren 650S Coupé, der 2015er McLaren 570S Coupé, der 2014er McLaren Nummer 60 Bytec 12C GT3 und der 2011er McLaren MP4 12C. England ist ein gutes Stichwort, na, kommt jetzt aber ein deutscher Hersteller mit dazu, und zwar der 2017er Mercedes AMG GTR. Danach der 2015er Mercedes-Benz Nummer 24 Tankpool 24 Racing Truck, da freue ich mich ganz besonders drauf, ist jetzt bald wieder Truck Grand Prix, da fahre ich wieder hin. 2014er Mercedes-Benz Nummer 84 HTP Motorsports SLS AMG GT3. 2011er Mercedes-Benz SLS AMG und der 1955er Mercedes-Benz 300 SLR. So, jetzt wird es wieder japanisch. Der 2017er Nissan GT-R, dicht gefolgt vom 2015er Nissan Nummer 1 Nismo Motul Outtick GT-R und die 2012er Nissan GT-R Black Edition R35. Ja, ich weiß, er ist auf dem Foto weiß. Dann der 2016er Pagani Huayra BC. Und jetzt geht's los, jetzt kommt das Coverfahrzeug und alles, was ihr wissen wollt. Hier ist der ganz neue 2018er Porsche 911 GT2 RS. Dann der 2015er Porsche Nummer 19 Porsche Team 919 Hybrid. Der 2014er Porsche 911 Turbo S aus der 991er Baureihe. Ray, korrigier mich, wenn ich da falsch liege. Der 2012er Porsche 911 GT3 RS 4.0 aus der 997er Baureihe. Der 2011er Porsche Nummer 45 Flying Lizard 911 GT3 RSR. Und der 1960er Porsche 718 RS 60. Danach noch der Radical RXC Turbo. Der 1965er Shelby Cobra Daytona Coupé. Den 2016er Spania GTA Spano, die 2013er SRT Viper GTS und der 2015er Ultima Evolution Coupé 1020. Soweit alle bekannten Fahrzeuge bis jetzt für Forza Motorsport 7. Und Dan Greenewald hat bei der Xbox Pressekonferenz gesagt, dass Volkswagen, nachdem sie ja bei Forza Horizon 3 nicht mit drin waren, zu Forza Motorsport 7 zurückkommen wird. Also, alle VW-Fanboys, jetzt Hype in den Chat! Ja, und wenn es euch gefallen hat, dem Video Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr mehr Infovideos sehen wollt zu Forza Motorsport 7, Video Daumen nach oben da lassen und mir in die Kommentare schreiben, damit ich euch immer rechtzeitig informieren kann. Wenn ihr kein Video von Forza Motorsport 7 oder auch Forza Horizon 3 verpassen wollt, dann einfach kostenlos meinen Kanal abonnieren. Ich bin raus, bedanke mich fürs Zusehen, bin der Thorsten von Thors Hammer Gaming und ich sag, macht's gut, Leute. Tschüss, bis dann.